Ich habe es mir zwar schon immer gedacht, aber ich bin trotzdem überrascht, wie sehr mich das Spiel Sly Raccoon weggeblasen hat. Vom ersten Tag, an dem ich Screenshots zum Spiel gesehen habe, dachte ich, dass es ein Spiel genau nach meinem Gusto sein könnte. Der tolle Zeichentrick Cell-Shading-Look verpackt in ein motivierendes Jump'n'Run. Jetzt endlich, 20 Jahre später, ist der Moment für mich gekommen, um in den ersten Teil der Sly Raccoon-Reihe reinzuspielen. Und was soll ich sagen? Wow! Wie schade, dass ich so lange gewartet habe. Der grafische Look ist einfach genau meins. Alles ist in einer Mischung aus Zeichentrick und Comic-Anmutung gehalten. Besonders die Gestaltung der Charaktere hat es mir dabei angetan. Der elegante Waschbär Sly Cooper, der von einer Familie diebischer Waschbäre abstammt und im Spiel versucht, die gestohlenen Seiten des Buchs des Meisterdiebs wieder zusammenzutragen, indem seine Familie im Laufe der Zeit alle diebischen Geheimnisse niedergeschrieben hat. Doch 5 Falunken haben es geklaut und dabei auch noch Slys Eltern getötet. Im Waisenhaus hat er dann seine Freunde kennengelernt. Die eine technikaffine Schildkröte Bentley, die einem regelmäßig per Funk mit Informationen zu Levels, Gadgets und Manövern informiert. Das sind neueste Hightech-Alarmanlagen, elektronische Bodensensoren. Tritt darauf und du bist Geschichte. Und der etwas tumbe, aber treuliebe Haut drauf Murray, das Nilpferd, der dem Trio als Fahrer zur Seite steht. Nicht minder schön designt sind die Antagonisten unseres Heldentrios. Da wären zum Beispiel Slys ewige Widersacherin Carmelita Fox, wo man gleich von Anfang an amoröses Knistern zwischen den beiden verspürt. Hey, weißt du, dass diese Bazooka die Farbe deiner Augen betont? Ziemlich verführerisch. Findest du? Die Pistole hat einen üblen Wumms. Den musst du probieren, könnte deine kriminelle Karriere beenden. Und natürlich die Bösewichte, wie zum Beispiel der Frosch Sir Rawley, Endgegner im ersten großen Level. Alle Figuren sind einfach fantastisch designt, weil sie so einfach und klar umrissen sind, dass man ihnen sofort einen passenden Charakter zuordnen kann und somit alles stimmig in das diebische Waschbären-Szenario reinpasst. Aber neben dem tollen Design hat das Spiel auch in Sachen Gameplay richtig viel auf dem Kasten. So funktioniert die eigentliche Sprungmechanik schon mal butterweich. Es ist ein leichtes, gezielt von Plattform zu hüpfen und sich mit dem Stab von Sly an Objekten zu hangeln, wodurch Leitern oder Ringe erreicht werden. Dennoch sind die Sprungpassagen in einem angemessenen Maß herausfordernd. Nicht super schwer, aber man muss schon aufmerksam spielen, gerade in Abschnitten, wo viel gleichzeitig passiert. Dabei steigt der Schwierigkeitsgrad in einem angenehmen Grad an, so dass man stets herausgefordert wird. Als zusätzliches Element und für einen diebischen Waschbären sehr passend, gibt es in die Levels eingestreute Schleichelemente, also sprich Passagen, wo man den Blicken seiner Häscher entgehen sollte und sich dafür à la Solid Snake an Wände drücken kann. Immer wo man das machen kann, weisen kleine leuchtende bläuliche Glühpunkte darauf hin. Dadurch sind diese Abschnitte kinderleicht auszulösen und, wie alle Aktionen im Spiel, schnell und fluffig in die Bewegungsabläufe von Sly integriert. Des Weiteren gibt es in den Levels immer eine bestimmte Anzahl an Flaschen mit Codeschnipseln zu finden, mit deren Hilfe man dann einen im Level befindlichen Safe öffnen kann. Dort versteckt sich stets eine Seite aus dem Buch des Meisterdiebs und belohnt den Sammler mit neuen Manövern, wie zum Beispiel einen Hechtsprung oder eine Zeitbombe im Hut. Das hat mich wirklich sehr motiviert, weil die Flaschen auch teilweise gut versteckt sind oder am Ende eines Sprungparcours liegen. Dadurch lohnt es sich, die Levels aufmerksam zu erkunden und dank der herrlichen Grafik erfreut man sich an den vielen Details. Mir hat Sly Raccoon wirklich sehr gut gefallen. Der Cell-Shading-Look ist zeitlos schön, die Spielmechanik perfekt poliert und der Levelaufbau mit seinen vielen sinnvollen Sammelobjekten macht richtig Spaß. Dazu das extrem gelungene Charakterdesign, das einem das Gefühl vermittelt, in einer Spielwelt mit einer riesigen Lore unterwegs zu sein, obwohl es gerade mal den ersten Teil der Reihe darstellt. Absolute Nachholempfehlung von mir, wer bisher noch nie Sly Raccoon gespielt hat. Ich bin nun sehr gespannt, wie sich die beiden Nachfolger auf der PS2 spielen werden, da sie ja vom reinen Jump'n'Run-Ansatz weggegangen sind.